Das, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuigkeiten. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Bin ich schon halb fertig? So, wo haben wir denn die Sache? Vielen lieben Dank erstmal wirklich, wirklich von Herzen für eure ganzen Nachrichten. Speziell von einem von den aktuellsten Videos jetzt vor den Neuigkeiten. Ey, ihr habt so liebe Kommentare geschrieben, das hat mich so arg gefreut. Aber wir fangen jetzt erstmal mit einem anderen Projekt an. Eins von den letzten Projekten war ein Kameradolly. Da habe ich mit meinem lieben Videocutter, dem Marius, ein Projekt zusammen gemacht. Das bedeutet, ich habe gebaut und er hat gefilmt. Das wollten wir mal zusammen ausprobieren, wie gut das funktioniert, wie gut das vor allen Dingen harmoniert. Und ich fand's cool. Das Projekt war auch super. Es hat auch echt einfach am Schluss sehr gut funktioniert. Eine Sache habe ich relativ oft bekommen an Nachricht und die ist zum Beispiel von Marius Schreiner. Das ist auch so eine Nachricht gewesen. Ich habe auch noch eine kleine Idee dazu. Wenn du das Stativ mit einem Spanngurt senkrecht nach unten spannst, kann es gar nicht mehr kippeln. Freundliche Grüße aus Aachen. Die Nachricht habe ich relativ oft bekommen und wir wollten auch tatsächlich während dem Bau ein Gummi, also eventuell auch einen alten Fahrradschlauch, auf das Brett festmachen. Aber als wir es dann benutzt haben und die Löcher gebohrt haben, haben wir gemerkt, dass wir es nicht so wirklich brauchen. Auf dem Film sieht es ein bisschen anders aus. Da hat man gesehen, dass das Stativ noch so ein bisschen gekippelt hat. Wir haben dann aber immer, wenn wir das Stativ bewegt haben und es hat wie so ein Dreieck nach vorne gezeigt und wir wollten dann wieder in die andere Richtung, haben wir das Stativ gedreht. Dann hat es schon nicht mehr so gekippelt. Die Aufnahmen, die ihr gesehen habt, da hat es halt noch gekippelt. Aber wir haben es dann hinter der Kamera dann noch so ein bisschen mehr ausprobiert und es hat sich herausgestellt, dass wenn man es einfach als Dreieck nach vorne stellt, damit es nicht nach vorne wirklich kippeln kann, dass man es nicht braucht. Aber ich gebe dir definitiv recht, das wird es auch bringen. Also so ein Spanngurt oder ein Gummiseil, das wäre schon wirklich richtig gut. Ich habe noch ein paar Nachrichten bekommen, dass der Kameradolly nichts wäre oder dass man dafür viel massivere Elemente braucht. Es kommt immer auf das Ausmaß an, wie ihr das Ganze betreibt. Aber wenn ihr mal eine kleine bewegte Fahrt machen möchtet, dann reicht es definitiv. Und ihr seht jetzt eine kleine Aufnahme von dem Kameradolly im Casual Use, sagt man das so. Bitteschön. Ich habe die Aufnahme jetzt noch nicht gesehen, so auf dem Computer. Ich habe nur mein Handyvideo gesehen und da hat es schon mal ziemlich cool ausgesehen. Also wenn ihr einen Kameradolly braucht oder wenn ihr manchmal sowas gerne hättet, ist das vielleicht was für euch. Es ist super günstig, ihr könnt es überall mit hinholen. Und von daher fand ich, dass das ein definitiv gelungenes Projekt war. Dann kommen wir hier kurz zu meiner Werkstatt. Das Ganze hier ist ja ein Holzschuppen und der Schuppen hier, die Werkstatt hier, geht an ein paar Stellen im Moment kaputt. Tatsächlich. Das hier ist nämlich der Problemecken. Ich kann euch gerade keine Aufnahmen von draußen machen, aber müsst euch vorstellen, dass hier die Außenwand vom Baumhaus ist und hier ist eine Wand, die ist ein bisschen weiter außen. Da geht das Werkstattdach noch ein bisschen weiter nach außen. Hier im Ecken läuft ein Kanal runter und da läuft es immer in eine Ecke rein. Das lag darin, dass wir das Dach hier nicht in einem kompletten Stück nach vorne gezogen haben. Das machen wir derzeit, aber hier genau haben wir halt im Moment so leider ein paar Nässeprobleme. Aber die gehören jetzt bald auch endgültig mal der Geschichte an. Also wir haben schon ein klein wenig was gemacht, aber noch nicht so arg viel, weil es zeitlich noch nicht gepasst hat. Ich habe mir gedacht, das ist zu wenig und ich wusste nicht so genau, ob ich ein eigenes Video draus machen soll oder ob ich es nur die Neuigkeiten zeigen soll. Deswegen ist hier mal eine kleine Umfrage. Nimm da mal bitte dran teil, ob du das in einem eigenen Video sehen möchtest, ob du das in den Neuigkeiten sehen möchtest oder ob du das gar nicht sehen möchtest. Dann war ein vergangenes Projekt noch hier diese Stiftepresse. Da gibt es wie gesagt auch ein eigenes Video von und da habe ich euch gezeigt, wie ihr euch diese Presse bauen könnt. Damit könnt ihr Stifte ganz einfach zusammenpressen. Es funktioniert kinderleicht und es funktioniert in meinen Augen viel, viel besser und schneller. Das habe ich euch in dem Video gezeigt. Außerdem habe ich da mal noch so ein bisschen erklärt, wie man Stiftebausätze zusammen macht. Aber davon wird es eh noch ein eigenes Video geben. Also das war nur so ein Zusatz in diesem Video. Da habe ich so einen Planfräser benutzt in dem Projekt. Da wurde ich gefragt. Ich habe den im Moment gerade nicht hier in der Werkstatt. Aber den benutzt ihr, wenn ihr dann diese Messinghülsen in diese Holzklötze reingeklebt habt, um das Ganze hier oben plan zu fräsen. Das macht ihr einfach, damit ihr 90 Grad zu eurer Hülse habt, damit dann später der Bausatz komplett bündig anliegt. Den gibt es so in, schätze ich, einer Woche auf meinem Shop auch. Und das ist genau derselbe, den ich auch schon seit Monaten benutze. Also das nur als die Antwort. Das nur als die Antwort. Mann, du geht da fünf. Dann habe ich auch in genau dem Projekt habe ich Kleber gebraucht, um das Leder anzukleben. Und da hat der liebe Don Profi Fishing. Schreib mir mal bitte, ob du Angler bist. Don Profi Fishing. Du bekommst übrigens noch eine Dose Finish geschenkt, weil du mir über die letzten Jahre immer so viele Kommentare geschenkt
geschrieben hast. Also schreib mir bitte hier unten an die E-Mail-Adresse, dann schicke ich dir eine Dose Finish zu, wenn du möchtest. Tipp, wenn du wieder keinen Kleber zur Hand hast, dann kannst du auch Leder sehr gut mit Holzleim ankleben. Habe ich nicht gewusst und vielen lieben Dank für den Tipp. Deswegen bekommst du auch zusätzlich nochmal die Dose Holzfinish, einfach so als kleine, wie sagt man? Ich habe Sprachfehler. Um sich erkenntlich zu zeigen. So ist es. Dann habe ich zu dem Projekt auch noch einen Kommentar bekommen, auf den ich auf jeden Fall eingehen wollte, weil es halt auch um das Zeug von mir ging, was ich verkaufe. Der Kommentar ist vom lieben Walter. Hallo Walter. Und zwar habe ich aus deinem Kommentar gelesen, dass du ein paar Probleme hattest, diese Acrylrohlinge zu bohren. Das hier ist ein Teil von so einem Penblank gewesen. Das war auch genau der, bei dem es so ein paar Probleme gab. Und das ist wie gesagt Acryl. Man kann sich vorstellen, dass das dann sowas ist wie Plexiglas. Und da muss man eine relativ langsame Drehzahl holen, damit das dann nicht schmilzt. Und wenn der Bohrer dann noch relativ stumpf eventuell ist oder war, dann kann es halt auch dazu kommen, dass das schmilzt. Ich muss sagen, ich habe auch schon relativ stumpfe Bohrer benutzt, aber so krass war es bei mir dann doch noch nie. Aber aus dem Grund habe ich mir auch überlegt, dass ich auf meinem Shop sowas anbiete, dass wenn man eine Frage zu etwas hat oder es irgendwie nicht funktioniert, man mich auch anrufen kann, dass ich da dann einfach, falls es Probleme gibt, Hilfe geben kann, wenn man das Ganze dann möchte. Das geht auch so ein bisschen an dich weiter, falls du eventuell eine Frage hast oder irgendwas, kannst du dich wirklich immer bei mir melden. Und wie gesagt, ihr müsst einfach auf die Webseite gehen, dort findet ihr dann das relativ schnell, dass ihr mich kontaktieren könnt. Und falls es da wie gesagt eine Frage gibt, dann will ich da auch so ein bisschen Antwort geben, denn deswegen mache ich das Ganze hier auch, weil ich es besser machen wollte als die anderen Shops. Ja, alles voll hier, ne? Dann habe ich in der vergangenen Woche auch noch ein kleines Schraubzwingenregal gebaut. Das waren die beiden hier. Also hier rechts ist nochmal das gleiche wie hier. Da könnt ihr einfach ganz einfach eure Rohrschraubzwingen reinlegen und es hat sich, sage ich mal, bewährt, dass sie nicht rausfallen, wenn man irgendwie mal dagegen kommt und dass man relativ schnell einfach an die Rohrzwingen auch dann drankommt. Links haben wir noch ein Schraubzwingenregal für, ich sag mal, reguläre Schraubzwingen. Das hat sich auch schon bewährt. Dadurch während dem Projekt hatte ich so ein kleines Problem, dass der Holzleim nicht das Holz verbunden hat. Und da habe ich ein paar Nachrichten bekommen, da bin ich auch super dankbar für, denn das wusste ich schlicht und ergreifend nicht, dass Holzleim so funktioniert. Wir reden hier von normalem Holzleim. Ich benutze in diesem Fall wasserfesten Holzleim, also ich benutze eigentlich nur wasserfesten Holzleim, denn ich sehe in meinen Augen keinen Grund, warum ich wasserfesten Holzleim und wasserlöslichen Holzleim benutzen sollte. Aber vielleicht können da die Schreiner ja auch wieder so ein bisschen ihr Wissen preisgeben. Auf jeden Fall hat mir auch ein Schreiner, wie gesagt, das haben mir noch viele andere geschrieben, aber beim Uli habe ich auch schon gesehen, dass er öfters dann gerade zu solchen Themen, wo ich das Ganze nicht richtig wusste und es nicht richtig gesagt habe, dann auch wirklich viel Input gegeben hat. Also Uli, vielen lieben Dank für das ganze Wissen, was du im Internet preisgibst. So ein bisschen runtergebrochen, wie Holzleim funktioniert. Wie gesagt, ich wusste es nicht. Ich habe das auch von euch gelernt, also vielen lieben Dank. Wie funktioniert Holzleim? Wenn ihr ein Brett habt und das hat eine Holzfeuchte von, sagen wir mal, 8%, das ist relativ gut, um Möbel herzustellen. Und ihr macht da Holzleim drauf und patscht dann zwei Stücke zusammen und der Holzleim trocknet. Wie haben sie geschrieben? Auf jeden Fall zieht der Holzleim in das Holz ein und das funktioniert nicht, wenn das Holz noch nass ist, weil das Holz dann eben noch gesättigt ist. Aber ihr habt ja den Kommentar unten eingeblendet. Habe ich echt nicht gewusst. Ich habe mir nie Gedanken, ehrlich gesagt, drüber gemacht, wie Holzleim wirklich funktioniert. Ich wusste nur, dass es eine plane Oberfläche sein muss und man, sagen wir mal, eine halbe Stunde über die Abbindzeit dann Druck aufbringen muss, damit das Ganze dann fest wird. Auch eine Frage, die ich relativ oft bekomme. Was ist denn das für ein Hobel? Das ist ein Record Power Hobel, eine Hobelmaschine, Abrich- und Dickenhobelmaschine. Das ist eine Kombimaschine und das ist die Record Power Hobelmaschine SD31. Es ist die ganz große, also ich glaube, eine größere gibt es nicht. Und es ist ein cooles Teil. Ein wirklich, wirklich cooles Teil. Die ist relativ schwer, aber es ist noch möglich, die auch im Keller zu tragen. Also hier dieses Teil, schätze ich mal, dass das so um die 100, 120 Kilo wiegt. Und das habe ich mit einem Kollegen hier reingetragen. Wir mussten noch über mehrere Stufen laufen. Also falls ihr im Keller seid, ist es möglich, noch das Teil im Keller zu bekommen. Ist ein cooles Teil. Und genau, wenn ihr euch das Ding holt und habt nicht so eine massive Stromleitung, würde ich euch echt empfehlen, eine 400 Volt
Variante zu holen, denn ich habe gedacht, dass bei den ganz neuen Motoren, dass da die Lichter nicht so krass wie bei den alten Motoren dann anfangen zu flackern. Ich zeige es euch einfach kurz. Ich schalte die Maschine jetzt einfach mal kurz ein und dann seht ihr auch schon die Lampen. Die fangen schon ziemlich krass an, dunkel zu werden, aber es ist noch möglich, eine Absauganlage dabei einzuschalten. Das ist überhaupt kein Problem, weil die dann 400 Volt hat. Dann wollte ich euch ja mal noch zeigen, warum hier so viel Staub in der Luft ist. Beziehungsweise, dass hier überhaupt viel Staub in der Luft ist. Da kann man es relativ gut erkennen. Alle paar Wochen oder alle paar Monaten hole ich hier mal dieses Laubgebläse. Es ist ein Benzinlaubgebläse und blase damit manchmal die Werkstatt aus. Aber davor blase ich meistens dann den Schuppen aus, denn mir fliegt relativ oft oben die Filterkassette von meiner Absauganlage runter und dann bläst es hinten halt manchmal eine halbe Stunde lang den Staub in den ganzen Raum. Und damit man den wieder ungefähr ein bisschen rausbekommt, hole ich dann hier das Laubgebläse und es funktioniert echt ganz gut. Ob man das jetzt gut finden soll oder nicht, will ich mal dahingestellt lassen. Falls ihr es nicht cool findet, dann macht es halt nicht. Aber für mich funktioniert es echt ziemlich gut. Und das habe ich dann auch schon ein paar Mal hier in der Werkstatt gemacht. Ihr bekommt halt einfach viel Staub, gerade mal von den ganzen Absaugrohren oder oben auf den Balken. Da lagert sich ja auch ziemlich viel Zeug ab. Dann bekommt ihr das damit ziemlich gut raus. Wollt ihr das mal sehen? Nehmt mal an der Umfrage dran teil, wenn du willst. Wer es wissen möchte, das ist ein Echo. ES255ES. Ich finde es immer fürchterlich, wenn manche Kanäle von allen Maschinen alle genauen Typenbezeichnungen aufzählen. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema in der heutigen Folge Neuigkeiten. Und das war der Werkstattbesuch. Und zwar nicht der Werkstattbesuch, sondern der Werkstattbesuch 2.0. Ich habe nämlich in der vergangenen Woche den lieben Lars besucht, alias Nobel Hobel. Und natürlich die Mary auch, die ist nämlich die Azubine. Und da habe ich eine Folge Werkstattbesuch gedreht. Und ich durfte einfach mal den Lars besuchen. Also den Lars und die Mary natürlich, durfte beide so ein bisschen interviewen. Und habe das Ganze dann mit einem Werkstattrundgang verbunden. Da habe ich wirklich unglaublich viele tolle Nachrichten bekommen. Und es ist auch richtig gut angekommen. Also alle, die kommentiert haben, fast alle fanden es richtig gut. Und ich will das auf jeden Fall aufrecht halten. Es ist mega aufwendig. Also es ist ziemlich, ziemlich viel Vorarbeit auch auf jeden Fall gewesen. Und deswegen wird es das jetzt nicht jede Woche geben. Aber eigentlich so ein eigenes Ziel ist so einmal im Monat. Alle 1 bis 2 Monate soll dann wirklich eine Folge Werkstattbesuch kommen. Ich will mich da nicht begrenzen, zu wem ich gehe. Ich will einfach zu einem coolen Typen, zu einer coolen Frau gehen und ich will einfach deren Story so ein bisschen euch dann auch vermitteln können und will auch einfach so von denen ein bisschen was lernen können. Und das ist so Hintergrund von dieser Folge Werkstattbesuch auch gewesen. Also es wird sich nicht auf Hobbyisten beschränken. Es werden Schreiner dabei sein, das war es ja auch schon. Es werden auch vielleicht mal Schlosser dabei sein, vielleicht werden auch Musiker dabei sein. Da habe ich richtig Bock drauf, da will ich jetzt aber noch nicht so viel dazu sagen. Aber das macht auf jeden Fall richtig viel Bock und es ist ja auch bei euch anscheinend ziemlich gut angekommen. Es war viel Vorarbeit, also ich gehe da nicht einfach hin. Ich habe wirklich auch ein Skript mit Fragen, die ich dann schon vorgeschrieben habe. Ich habe mich mit den Leuten dann auch schon vorher so ein bisschen unterhalten, damit ich weiß, okay, was hat er für Ausbildung gemacht, was hat er vielleicht für Meisterschulen gemacht, dass man da so ein paar Fragen dann auch sammeln kann, damit ihr dann viel, viel gutes Input bekommt. Das Video ist, sage ich mal, relativ lang geworden. Meine Videos sind ja normalerweise so 12 Minuten lang. Das Video ist 18 Minuten lang geworden und ich fand aber, dass es keine Sekunde langweilig war. Gerade weil das Video so eine Kombination aus Werkstattbesuch und Interview war. Und deswegen fand ich, dass das Projekt, also das Video, ziemlich schnell auch vorbei war. Und das gibt halt auch sehr viel Elan für die nächsten Folgen Werkstattbesuche. Falls du es nicht gesehen hast, schau es dir auf jeden Fall an. Also, wie gesagt, das hat wirklich richtig, richtig viel Spaß gemacht. Als ich beim Lars war, haben wir aber nicht nur den Werkstattbesuch gedreht. Wir haben auch noch so ein bisschen Fun gehabt. Und zwar haben wir so ein paar Mopeds laufen lassen. Ziemlich witzig, da bin ich mit der guten Puch Maxi gefahren, das ist ein Moped, das hat unser Vater, als ich so 12 war, also mein Bruder und mir, zurechtgebastelt, da konnten wir immer in der Sandkuhle rumfahren und da hat man mal gelernt, wie Moped fahren geht, vor allen Dingen, das ist so ein altes Teil,
da ist alles noch so ein bisschen gorgig, ne? Hier am Schluss von diesem Video will ich nochmal das letzte Mal die Info geben, dass ich bald auf dem Weihnachtsmarkt bin. Wie gesagt, wenn ihr vorbeikommen möchtet, da kann man bestimmt mal sich schön unterhalten und da kann man sich auch so über das Drechseln ein bisschen unterhalten, weil ich eine Drechselbank auch vor Ort habe und dann auch drechseln werde. Also wenn du mal vorbeikommen möchtest auf dem schönen Weihnachtsmarkt, vielleicht auf ein paar coole Gespräche, dann kannst du das Datum 30. November und 1. Dezember eintragen in Saarbrücken am Schloss oben am Weihnachtsmarkt. Das ist ein relativ uriger Weihnachtsmarkt mit Pavillons tatsächlich. Und genau, wie gesagt, wenn ihr mal vorbeikommen möchtet, da findet sich sicherlich Zeit, dass man sich auch mal so ein bisschen unterhält. Und würde mich wirklich sehr, sehr ehren, wenn du vorbeikommen würdest. Und ich fände es cool und wünsche dir dann auch jetzt am Schluss von dieser Folge Neuigkeiten noch einen ganz, ganz tollen Tag. Oh nee. 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 Sah nicht. Oh nee.